Das ist Lunested, eine ehemalige Pornodarstellerin. Vor ein paar Wochen verkündet sie auf Instagram ihren Ausstieg. Ich war wirklich gerade klein Kind. Ich konnte halt nie Nein sagen. Ich habe mich nie getraut, Nein zu sagen. Oh Gott, ey, sorry. Ich bin komplett kaputt. Und ich habe mich gefragt, wie es so weit kommen konnte, wie eine so junge Frau an diesen Punkt gelangen konnte. Wie gesagt, ihr könnt jetzt alle über mich lachen und so. Ich möchte so ehrlich sein, dass ihr bitte das als Warnung nehmt, bitte. Ich ertrage mein Gesicht nicht mehr. Ich will das umoperieren lassen. Ich will das nicht mehr sehen. Mit dieser Instagram-Story hat sie vor ein paar Wochen unter Tränen ihren Abschied aus der Pornobranche verkündet, was für viele aus der Branche wohl sehr überraschend kam. Sie erzählt, dass sie schwer traumatisiert ist, dass sie Flashbacks hat, dass diese ganze Zeit ihr sehr zu schaffen macht und dass sie wohl auch in Behandlung gehen wird. Deswegen. Lou war der Grund, weshalb ich mich wochenlang mit der deutschen Pornoszene beschäftigt habe. So viel vorweg. Ich bin auf seltsame Typen gestoßen und auf Frauen, die sich ausgenutzt fühlen. Die erste Reise für diese Recherche führt mich zu Lou, nach Magdeburg. Wir sind gerade hier in Magdeburg angekommen und treffen uns gleich mit Lou. Die ist hier aufgewachsen, lebt hier immer noch. Und sie wird uns gleich erzählen, wie sie in die Pornoszene reingekommen ist und was sie da so für Erfahrungen gemacht hat. Hallihallo, nochmal so. Genau. Ich habe mal ein bisschen Abstand. Genau. Vielleicht kannst du einfach erst mal kurz erzählen, wie es dir geht. Das waren ja jetzt doch irgendwie aufregende Wochen für dich. Ja, definitiv. Also mir geht es auf jeden Fall besser. Noch nicht so wirklich gut. Also es gibt halt Tage, da geht es mir wieder schlechter, Tage, da geht es mir wieder besser. Aber zumindest besser, als wo ich diese Story gemacht habe. Die war sehr schlimm oder hatte ich eine sehr depressive Phase. Was waren das für Dinge, die dich jetzt verfolgen? Also ich habe halt erst mal so unangenehm so Gangbangs und so gemacht. Auch extreme Fetische, auf die ich gar nicht stand, aber mir wurde dann eingeredet, komm, das passt zu dir, du bist so jung, du siehst so devot aus, weil ich halt sehr klein und sehr dünn bin, komm, mach das, das kommt gut an. Und ich konnte halt nie Nein sagen, ich habe mich nie getraut, Nein zu sagen und habe dann halt alles über mich ergehen lassen, egal was. Dutzende Männer, literweise Urin und Mengen von Sperma. Die Drehs, die Lou gerade einmal 18 Jahren macht, sind das Härteste, was die deutsche Pornoszene zu bieten hat. Klar, sie hat auch viel Geld verdient, bis zu 1000 Euro pro Drehtag. Heute sagt sie trotzdem, es war ein großer Fehler. Was hat das bei dir für Folgen jetzt? Also so an sich, dass ich halt sehr starke Angststörungen habe, sehr viel Albträume. Ich habe teilweise, also ich weiß nicht, ob man das als Trauma bezeichnen kann, aber ich würde es so bezeichnen. Ich hab halt so, wenn mich irgendwas daran erinnert, eine bestimmte Musik oder irgendwas, was da abgespielt wurde, habe ich halt Flashbacks. Also es ist ganz extrem. Ich hätte nie gedacht jetzt wirklich, dass mich das so belastet. Aber es belastet mich halt so. Und im Sexleben, ich habe halt nicht so richtig Lust. Also mir fehlt halt die Lust, weil mich halt auch vieles daran erinnert. Das ist total weird irgendwie, aber ja. Lou sagt, sie wurde in der Schulzeit gemobbt. Ihr sei eingeredet worden, sie sei hässlich. Sie sucht damals Bestätigung. Lou will es mit einer Webcam probieren und erstellt sich mit 18 ein Profil auf My Dirty Hobby. Kurz darauf schreibt ein Pornodarsteller. Und der hat mich dann, gefragt, so, ja, möchtest du halt auch mal zur Produktion gehen? Ich so, ja, gut, warum nicht? Kannst du ja mal ausprobieren. Und der hat mir dann gesagt, so, ja, ich kenne da was, da musst du halt nur, ich sag mal, mit mir den Geschlechtsakt vollführen. Und die anderen stehen halt rum und ejakulieren halt ein bisschen so. Also er hat mir das halt so total so schwammig erklärt. Und ich dachte so, okay, klingt ja in Ordnung. Und dann war ich halt da, und es war halt komplett anders, als er das so erklärt hat. Also es war halt extrem irgendwie, also total extrem. Und dann waren da halt diese ganzen Männer irgendwann und ich war so, okay, krass. Und ja, dann habe ich halt diese Szene gedreht und es war einfach alles so viel, dass ich das gar nicht so schnell verarbeiten konnte. Und dann kam halt eins aufs nächste und dann kam halt dieses, ja, wenn du das machst, das ist toll und mach das. Und dann wieder diese Komplimente und dann habe ich es halt immer weiter was gemacht. Lou war verdammt jung, als sie anfing, Pornos zu drehen. Zwar volljährig, aber wie sie selbst sagt, im Kopf noch ein Teenager. War sie einfach nur naiv oder wurde sie manipuliert, wie sie selbst sagt? Zurück in Hamburg suche ich Lous ersten Film, von dem sie erzählt hat. Damals nannte sie sich noch Lia Louise. Ich finde den Film relativ schnell. Zu sehen ist auch der Darsteller, der sie damals mitgenommen hat. Don John.
Die Stimme aus dem Off ist der Produzent des Films, John Thompson. Lou wird inszeniert wie frische Beute. Das hätte ich ja fast gesagt, die Mädel von der Straße. Das stimmt natürlich nicht ganz. Das ist die... Lia Louise. Du bist ja eigentlich jetzt durch einen Zufall hierher gekommen. Richtig, genau. Da steht nämlich so ein Junge neben dir, Hamburger oder so. Der hat gesagt, ich kenne ja jemanden, der macht schweinische Filme. Der ist der Beste in der Branche, komm mal mit. Und bist natürlich gleich neugierig gewesen und wolltest sehen. Und wenn du mal hier so hinter guckst, hinter meinem Rücken, dann siehst du, da stehen ein paar Jungs rum. Ja, das sehe ich. Ich würde sagen, erstmal als Dankeschön, bläst du mal dem Henry erstmal ein. Er hat dich hierher gebracht, ne? Der Produzent John Thompson ist in der Szene kein Nobody. Der Mann ist inzwischen 75 Jahre alt und immer noch aktiv. Er hat viele Awards gewonnen und gilt als einer der erfolgreichsten Pornoproduzenten Europas. Und als einer der umstrittensten. Seine Spezialität sind, wie gesagt, extreme Fetischpornos, das heißt Bukake, ganz viel Sperma, Urin, Gangbangs, das heißt extrem viele Männer für wenige Frauen, also teilweise bis zu 100 Männer wurden uns erzählt. Wir haben uns das ja auch mal angeguckt und das ist schon ekelhaft, das ist schon Hardcore, muss man drauf stehen. Ist natürlich jedem selbst überlassen, worauf er steht, aber es ist schon echt hart. Thompsons Filme sind hart an der Grenze. Für die Filmreihe Sexbox, in der brutale Vergewaltigungsfantasien gezeigt werden, wird er 2011 zu einer hohen Geldstrafe wegen Gewaltpornografie verurteilt. Die heutigen Filme sind zwar legal, aber trotzdem grenzwertig. Und es gibt noch eine Besonderheit. In einer Kurzbiografie über John Thompson heißt es, Zitat, die Darstellerinnen in Filmen von John Thompson sind oft deutsche Amateurinnen oder Neueinsteigerinnen. Es gibt sogar eine Videoreihe, die heißt Mädchenmund, in der alle Frauen aussehen sollen, als wären sie jünger als 18. Also je jünger, desto besser. Und das trifft ja perfekt auf Lou zu. Die war damals gerade 18 geworden, also jung und unerfahren. Ich will wissen, was andere Darstellerinnen über Thompson denken und schreibe viele der Frauen auf seiner Homepage an. Wie viele Frauen sind das da? 119. Wir sind jetzt bei 14, 15. So, das ist... gerade so der Hauptteil der Recherche, irgendwelche skurrilen Pornoseiten durchforsten, den Algorithmus auf dem Laptop komplett in die Irre führen und zerstören für immer und ewig. Eine der Frauen antwortet mir schließlich. Auch sie hätte schlechte Erfahrungen mit Thompson gemacht, schreibt sie. Auch sie ist inzwischen ausgestiegen. Vor der Kamera darüber reden will sie lieber nicht. Kein Interesse. Diese ekelhafte Firma ist der Grund, warum ich aufgehört habe, Pornos zu drehen. Und weiter? Glauben Sie wirklich, dass ich mit diesem Trauma Lust habe, darüber zu reden? Der Produzent John Thompson wollte uns leider kein Interview geben, beziehungsweise nur gegen Geld, das machen wir natürlich nicht, aber er hat meine Fragen jetzt schriftlich beantwortet. Und zwar schreibt er, Lou habe über einen Zeitraum von mehr als 2 Jahren mit ihm gedreht. Der Vorwurf der Manipulation sei daher, Zitat, aberwitzig. Selbst für Laien sei auf den Aufnahmen zu erkennen, mit wie viel Eifer und Freude sie bei der Sache gewesen sei. Und zu den Sexbox-Filmen, das sind diese Filme mit den Vergewaltigungsfantasien, schreibt er auch wieder ein Zitat, das sei eine ausgesprochen künstlerische Serie, aber die sexuelle Freiheit in Deutschland werde abgelöst von Moralisten und engstirnigen Biedermännern. Das war ein Statement. Don John, der Darsteller, der Lou zu ihrem ersten Dreh bei Thompson mitgenommen hat, ist nicht so kamerascheu. Er lässt sich gerne in Szene setzen. Zum Beispiel hier. Ich drehe schon sehr gerne Gangbang-Filme. Ich konsumiere selber auch Filme, also Pornofilme. Und ich gucke mir ganz gerne Gangbang-Filme halt an, wo halt mehrere Männer auf eine Frau wichsen oder so. Ja, das finde ich schon sehr interessant und sexy. Don John ist nach eigener Aussage der erfolgreichste Pornodarsteller Deutschlands. Auf seinem Twitter-Profil zeigt er sich mit Privatflugzeug und er gibt an, schon über 2000 Sexszenen gedreht zu haben. Ich will mir natürlich ein eigenes Bild von Don John machen. Er ist einverstanden. Also fahre ich nach Berlin. So, jetzt im Wedding angekommen in Berlin. Was machen wir heute? Genau, wir treffen jetzt Don John und schauen mal, wie so sein Blick auf die Branche ist und ob er irgendwelche Gewissensbisse hat oder eben nicht. Du hast ja schon mit dem telefoniert, so. Ne? Du hast ja schon mit dem telefoniert. Yes, sag yes. Mal, was hat er so für einen Eindruck auf dich gemacht?
er macht sein Ding, so, ist happy mit dem, was er macht. Und relativ offen war er am Telefon. Überraschend offen. Der kommt jetzt mit seinem Wohnmobil, das hat ihm seine Mama gekauft, weil der eben immer so Touren macht. Der war jetzt gerade in NRW, hat er auch erzählt. Und damit er sich eben die Hotelkosten sparen kann, hat seine Mama ihm jetzt ein Wohnmobil gekauft. Das bringt er jetzt mit. In dem Wohnmobil will er in Zukunft dann auch seine Pornos drehen. Das soll ziemlich fancy sein, meinte er. Dann ist er, oh guck mal, da ist es schon, ich sehe es schon. Das müsste er ja sein, oder? Komm mal so mit Sicherheitsabstand, jo. Den hier. Alles gut? Ja, selbst? Ja, gut. Cool, dass es klappt. Ja. Dankeschön. Dürfen wir uns den einmal angucken oder ist lieber nicht so? Ja? Wohnmobil statt Privatjet. Und ich gucke mir das dann gleich an. Ja, wie gesagt, hier ist dann halt das Bett. Das ist halt das Wichtigste so. Und ja, dann hier ein paar Schränke und so. Und hier das Bad mit Toilette und Dusche und so. Genau. Und das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Und fand ich halt eine gute Idee halt. Also das zu kaufen, kann halt da drehen und wohnen sozusagen, wenn man unterwegs ist. Das ist eigentlich ziemlich praktisch so. Don John erzählt ganz offen, dass auch er vor allem auf Newcomerinnen steht. Sie gezielt sucht und anspricht. Ich bin gespannt, ob er sich an Lou erinnert. Also ganz viele Frauen, die später auch, sage ich mal, bekannt geworden sind oder berühmt geworden sind, die haben mit mir halt, oder die habe ich im Prinzip in die Branche gebracht. Ne? Also die habe ich dann privat viele kennengelernt. Das sind ja ziemlich extreme Sachen, ne? So Bukake, Gangbang, Urin etc. Sind das dann Mädels, die das davor schon mal gemacht haben oder lernen die das dann bei der Produktion? Ja, also natürlich Newcomerinnen, die haben das dann wahrscheinlich noch nicht gemacht, ne? Und die lernen das dann. Und das ist ja halt auch das Spannende, ne? Ich meine, es ist ja uninteressant oder ist halt nicht so spannend oder geil für die Männer, wenn es halt eine Frau, die schon 1000 Filme gedreht hat, und dann werden die halt auch immer professioneller, ne? Ich sag mal, es soll auch ein bisschen unbeholfen aussehen, so ein bisschen. Genau, das ist ja das Interessante oder Geile, weil die dann halt ist ein bisschen vielleicht wie eine Jungfrau, ne? Wenn man jetzt ja, das andererseits, so toll ist es eigentlich auch nicht mit einer Jungfrau, ne? Aber ich meine, der kann man noch was beibringen und das ist dann neu für die und die kann man noch ein bisschen lenken oder keine Ahnung, nein, aber ja. Aber wie ist das zum Beispiel bei 18-Jährigen, also so junge Mädels, die quasi, du sagst ja gerade selber, ne? Je jünger, desto besser, kann man noch ein bisschen biegen. So. Ja, das wundert mich dann halt auch. Zum Beispiel habe ich mal eine 18-Jährige, die war wirklich 18, auch, genau, die hatte ich, Lia Louise heißt sie, ne? Mhm. So. Und dann kommt Don John auf Lou zu sprechen. Damals nannte sie sich ja noch Lia Louise. Die habe ich zum Beispiel auch in die Pornobranche gebracht. Und so, und sie war gerade 18, ja, kommt auch aus einem guten Elternhaus und so weiter und so fort. Aber die hatte auch angefangen, die hatte sich selber sogar angemeldet bei My Dirty Hobby. Und da habe ich sie sozusagen angeschrieben. Da war sie gerade mal auch ein, zwei Monate. Dann hat sie vielleicht auch User-Drehs gemacht mit ein, zwei Usern, also richtigen Anfängern. Gedreht und dann habe ich mit ihr gedreht. Sie war auch der, ich war auch der erste Profi sozusagen, mit dem sie gedreht hat. Und sie fand das halt gut, ne? Und hat Spaß daran gehabt. Hast du gar nicht mitbekommen? Die ist ja gerade vor ein paar Wochen, hat sie irgendwie auf Instagram groß verkündet, dass sie jetzt raus will aus der Pornobranche. Ja, ich hab seit vielen Jahren keinen Kontakt mehr zu ihr. Und sie hat wohl auch psychische Probleme. Also man muss sagen, ganz viele Frauen haben auch, sag ich mal, einen psychischen Knacks. Ne? Das muss man ganz klar sagen, das habe ich rausgefunden, dass sie eine schlechte Kindheit hatten oder dass sie vergewaltigt wurden als Kind. Hast du da manchmal ein schlechtes Gewissen, so dass du dir denkst, oh, die weiß gar nicht, was sie tut eigentlich hier und was sie sich, also vielleicht ist sie gar nicht ready? Ich habe eigentlich nur sexuell Spaß, auch beruflich, wenn ich sehe, wenn ich merke, die Frau findet das auch geil und die will. Und das Gefühl hattest du bei ihr aber auf jeden Fall? Ja, natürlich. Also, dass jeder, der sie kennt, weiß das. Also sie liebt Sex und sie liebt Sperma, wie sie gesagt hat und so weiter. Und sie hat selber zu mir gesagt, dass sie damals, sie ist sexsüchtig und wie auch immer, sie, also dass sie Sex liebt. Das klingt bei Lou inzwischen ganz anders. Scheiß, ich habe meine ganze Sexualität kaputt gemacht mit den Dingen, die ich gemacht habe. Es ist nicht meine wahre Sexualität gewesen und nein, ich hatte keinen Bock drauf zum tausendsten Mal. Don John sagt über Lou noch, dass er nichts für die Dummheit anderer Leute könne. Sie hätte ja googeln können, auf was sie sich da einlässt. Außerdem hätte sie nach dem ersten Dreh doch einfach aufhören können.
Zeit, was ich dafür noch alles gesagt habe. Also kannst du dir heute erklären, warum du dich nicht getraut hast, Nein zu sagen? Also war das irgendwie ein Klima, in dem das nicht möglich war? Ich hatte offensiv niemand dazu gezwungen. Ich habe mich irgendwie auch selber dazu gezwungen. Also ich gebe mir halt auch selber einfach die Schuld. Das ist halt das Problem, dass ich so schwer mit mir leben kann, weil ich mir selber die Schuld an meinem Leid gebe. Das Ding ist aber bei mir einfach, ich habe... Also heute schon mehr, aber damals hatte ich einfach gefühlt gar kein Selbstbewusstsein. Also ich würde es heute subjektiv als Manipulation beschreiben. So, weil man gemerkt hat, dass ich verunsichert war und mit mir konnte man das leicht machen. Oh, das ist toll, wow, du bist ein Naturtalent, du kannst das total gut. Und ich, voll Idiot, habe dann gedacht, wow, ich bin Naturtalent, das ist so, ah, aber es war so. Das ist total bekloppt. Aber so habe ich mich dann gut gefühlt. Lus Offenheit beeindruckt mich. Zugleich ist sie auch widersprüchlich, zerrissen irgendwie. Aber klar, sie hat auch ziemlich krasse Dinge erlebt. Natürlich ist sie für ihr Leben selbst verantwortlich. Aber vielleicht ist es auch so. Da trifft eine total junge Frau auf Profis, die genau wissen, was sie wollen. Und das kann manchmal nicht nur ein Körper sein, sondern auch Kohle. Ich telefoniere mit weiteren Frauen, die durch Don John ins Pornogeschäft gekommen sind. Sie alle sagen das Gleiche. Er sei ein Blender und Angeber, der unerfahrene Frauen benutze, um Cash zu machen. Viele der Frauen hatten sich, wie auch Lou, zunächst ein Profil auf dem Amateurportal My Dirty Hobby angelegt. Sie wollten ein bisschen vor der Webcam herum experimentieren und etwas Geld dazu verdienen. Erfahrene Darsteller wie Don John, so der Vorwurf, suchten sich hier junge, aufgeschlossene Frauen, die sich noch nicht mit dem Porno-Business auskennen. Dabei geht es nicht immer nur darum, dass junge Frauen wie Lou krasse Dinge vor der Kamera machen, die sie später bereuen. Ihre Unerfahrenheit wird offenbar auch geschäftlich ausgenutzt. Eine Darstellerin erzählt mir, dass die Clips, die sie mit Don John gedreht hatte, plötzlich entgegen der Absprachen auf kostenlosen Pornoseiten auftauchten. Für sie hatte das zur Folge, dass sie die Filme nicht mehr verkaufen konnte. Okay. Das heißt, er hat das Material, was eigentlich euch beiden gehört, hinter deinem Rücken an eine dritte Person verkauft und die hat das dann einfach hochgeladen. Schließlich finde ich Emma's Secret. Auch sie ist durch Don John ins Pornogeschäft eingestiegen. Auch sie bereut heute, ihn je kennengelernt zu haben. Sie ist bereit, mir ein Interview zu geben. Also besuche ich sie in ihrem Heimatdorf südlich von Köln. Wir gehen jetzt mal dahin, zeigen das Haus auch nicht ganz vielleicht, sondern nur den Eingangsbereich und dann... Wird sie uns erzählen, was sie so für Erfahrungen gemacht hat mit Don John? Da gibt es wohl auch einen Rechtsstreit, der gerade aktuell läuft. Ja, und Don John ist auch schon ein bisschen aufgescheucht. Der hat wohl von anderen Seiten jetzt irgendwie mitbekommen, dass wir mit Frauen sprechen, die mit ihm gedreht haben und ist irgendwie ein bisschen unruhig gerade und schickt mir lange Nachrichten bei WhatsApp. Wer jetzt die Wahrheit sagt, versuchen wir herauszufinden. Moin, hey, na? Machen wir so? Ja. Schwere Zeiten, dürfen wir reinkommen? Ja, klar. Alles klar. Dankeschön. Schön habt ihr es hier. Emma und ihr Mann erzählen mir, dass sie für die Drehs mit Don John ein sogenanntes Content-Sharing vereinbart hatten. Das bedeutet, es gibt keine Gage, dafür kriegen beide Darsteller das Drehmaterial und können es in Absprache mit dem anderen eigenständig auf kostenpflichtigen Pornoseiten verkaufen. So sollte es sein und so wird es abgesprochen. So war es aber nicht. Genau. Er hat dann diese Filme verkauft an Anbieter, die das auf kostenfreien Seiten hochladen. Also er hat das wirklich so verkauft, als hätte er das für diese Seiten produziert, als hätte er mir auch Gage gezahlt und hätte Verträge. Was aber halt einfach nicht so ist. Also er hat mir keine Gage gezahlt, wir haben keinen Vertrag gemacht, sondern wir hatten nur diese mündliche Absprache, des Content-Sharings, so wie das unter den Amateuren halt auch meistens der Fall ist. Und ich drehe ja diese Filme, um sie zu verkaufen. Inzwischen ist das quasi mein Hauptberuf. Ich bin selbstständig und lebe davon. Und wenn er dann die Videos kostenfrei zur Verfügung stellt, teilweise sogar bevor ich die überhaupt hochgeladen habe, verkaufe ich die natürlich nicht mehr. Und das ist halt einfach nicht der Sinn der Sache. Ich habe ja ein paar Seiten angeschrieben, auf denen jetzt diese Videos sind, die er da irgendwie vermarktet hat. Und die haben ihn dann irgendwie wohl kontaktiert, woraufhin er mir dann eine ewig lange Nachricht geschrieben hat. Und eben genau das unter anderem sagt, dass ihr beide einen Vertrag abgeschlossen habt, dass er dieses Hotel angemietet hat, dass er dir auch eine Gage bezahlt hat. Und das sagst du, ist einfach alles so nicht wahr? Nee, es ist nicht wahr. Also
er kann mir ja gerne mal den Vertrag zeigen, der da sein soll, weil ich habe nie einen Vertrag unterschrieben und auch keine Gage bekommen. Also auch wenn wir mithilfe ihres Mannes schreibt Emma die kostenlosen Pornoseiten an, an die Don John das gemeinsame Material verkauft hat. Das Problem, viele antworten gar nicht. Oder sie schreiben, Don John habe versichert, alle Rechte zu besitzen. Emma und ihr Mann scheinen machtlos. Inzwischen haben sie sich einen Anwalt genommen. Don John passt das gar nicht. Ja, da war wieder so ein Erpressungsversuch, dass wenn ich jetzt rechtlich gegen ihn vorgehe, dass er dann alle Clips auf allen möglichen kostenfreien Seiten erst recht hochladen wird. Stell ich mir belastend vor, ja, wenn jemand da Material über einen besitzt oder von einem besitzt und dann einfach damit droht, irgendwann, wenn er gerade lustig ist, das hochzuladen oder zu verkaufen. Ja, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was Don John zu den Vorwürfen von Emma und ihrem Mann sagt. Und ehrlich gesagt freue ich mich allmählich auch auf das Ende dieser Recherche. Während ich auf ein letztes Video-Interview mit Don John warte, schreibe ich mit Seiten wie HD-Sexfilme. Auch da tauchen die Videos von Emma auf. Sie hat sich hier schon vor Monaten beschwert. Aber jetzt tun die Betreiber der Seite so, als hätten sie davon noch nie gehört. Und natürlich sei alles fein, man habe Verträge. Die habe ich aber nie zu sehen bekommen. Es ist ein bisschen ermüdend. Und dann das. So, jetzt haben es 20 nach 12, um 13 Uhr sind wir verabredet mit Don John. Ich kriege eine SMS von ihm. Ich hoffe, dass er nicht absagt. Ich habe ein bisschen die Befürchtung. Das ist mir alles... Oh, Digga. Das ist mir alles zu kompliziert und ich fühle mich dabei nicht wohl. Ich sage alles ab. Und er schreibt jetzt immer noch. Es war so klar. Es war so klar, ey. Der hat seit einer Woche spielt er dieses Spielchen. Heute nicht, morgen, morgen nicht, übermorgen. Ihr wart ja sogar einmal schon verabredet. Wir waren schon, Kamera aufgebaut, alles. Alles ne? Fertig gewesen, alles vorbereitet. Eine Stunde vorher, jetzt kommt der Handwerker. Ich kann doch nicht. Lass mal heute Abend. Jetzt schreibt er, ich kann deine Fragen schriftlich beantworten. Ja, okay. Dann machen wir das schriftlich. Später meldet sich Don John bei WhatsApp. Er sei kein Betrüger. Emma habe mit ihm drehen wollen und er habe ihr geholfen, weil er so nett sei. Er habe sogar eine kleine Gage bezahlt. Emma bestreitet das. Er sagt aber auch, dass es irgendwann zum Streit kam und da war er halt sauer und habe die alten Filme überall verkauft und hochgeladen. Nun ja, seriös ist anders. Immerhin ist sich auch HD-Sexfilme jetzt nicht mehr so sicher. Kurz nach meiner letzten Mail haben sie die Filme von Emma's Secret und Don John still und heimlich gelöscht. Mein kleines Abschiedsgeschenk an Emma. So, das war jetzt ziemlich heavy. Das bedeutet aber nicht, dass alles an der deutschen Pornobranche schlecht ist. Es gibt viele Darstellerinnen, mit denen wir gesprochen haben, die es aus Überzeugung machen, die Spaß daran haben. Und es gibt viele Produzenten, die sehr fair mit ihren Darstellerinnen umgehen. Es kann aber auch schnell passieren, dass man als junge Frau in falsche Hände gerät. Und das kann dann schwerwiegende Folgen haben, wie zum Beispiel bei Emma oder bei Lou. Ich hoffe, der Film hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal. Hier müssten jetzt irgendwie noch zwei Filme auftauchen. Sucht euch einen aus, guckt gerne weiter und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.